Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Blue Origin. Viel Spaß! Schon lange versprochen kommt heute mein Video über das Weltraumunternehmen des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Blue Origin. Nicht so präsent in den sozialen Medien wie SpaceX, aber mit Ambitionen, den Marsplänen von Elon Musk an Tollkühnheit in nichts nachstehen, verfolgt Jeff Bezos mit der Beharrlichkeit einer Schildkröte den Plan zur Besiedlung des Weltraums. Heute geht es um die Geschichte von Blue Origin, die aktuell eingesetzte Technik, Missionen in der nahen Zukunft und die für viele vermutlich größenwahnsinnigen Pläne von Jeff Bezos für die Besiedlung des Weltraums. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu bei Senkrecht Starter bist und weitere Videos über Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrecht Starter. Wir nähern uns den 1000 Abos und ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir es noch schaffen, im ersten Jahr des Channels ja, die 1000 zu knacken. Also gern teilen und weitersagen. Wenn man überhaupt schon von Blue Origin gehört hat, dann dachte man vermutlich, dass Jeff Bezos nur ein weiterer Milliardär ist, der sein Geld in der Raumfahrt verballert und wenn er nur genug Geld verloren haben wird, er es doch der NASA und den Raumfahrtkonzernen überlassen wird. Es gibt da einen Witz zu Raumfahrtmilliardären. Wie macht man ein kleines Vermögen in der Raumfahrt? Naja, du startest mit einem großen und nach ein paar Jahren hast du nur noch ein kleines. Aber Spaß beiseite. Jeff Bezos soll bereits mit 18 Jahren in einem Interview mit dem Miami Herald gesagt haben, er wolle später mal Raumhotels, Vergnügungsparks und Kolonien für 2 bis 3 Millionen Menschen im Orbit bauen. Ich habe kurz nachdem ich die Elon Musk Biografie von Ashley Vance gelesen habe, auch die von Jeff Bezos gelesen. Das ist die mit dem Titel Der Allesverkäufer. Verlinke ich dir beides unten. Ja, auch wenn die beiden Männer vermutlich unterschiedlicher nicht sein könnten, gibt es doch ein paar Parallelen. Gerade die Raumfahrtambitionen beider lassen ja ähnliche Interessen erkennen. Ähnlich wie Elon Musk nach dem Verkauf seiner PayPal-Anteile eine Sinneskrise hatte, was dann letztendlich zur Gründung von SpaceX führte, stand auch Jeff Bezos vor einer Sinnkrise und überlegte sich, ja, was er wirklich Signifikantes mal im Leben leisten könnte. Ähnlich wie Elon Musk ist auch Jeff Bezos ein Science-Fiction-Nerd und bekennender Star Trek-Fan. 2016 hat er sogar einen Cameo-Auftritt in Star Trek. Musk soll ja mehr der Star Wars-Fan sein. Vielleicht ist das ja wirklich der wahre Grund, warum sich die beiden angeblich nicht leiden können. Wie dem auch sei, Bezos gründete 2000 mit Geld aus seinem Privatvermögen Blue Origin. Der Name ist ganz offensichtlich eine Anspielung an den blauen Planeten, von dem die Menschheit abstammt. Die Feder im Logo soll hingegen an die Perfektion des Fluges erinnern. Die Vision von Bezos unterscheidet sich aber an einigen Stellen gravierend von Musks Mars-Ambitionen. Bezos sieht im Sonnensystem unbeschränkt Zugang zu Energie und Rohstoffen, die eine weitere Expansion der Menschheit ermöglichen, ohne die Ressourcen der Erde auszubeuten und schlussendlich zu verbrauchen. Für ihn liegt die Zukunft der Menschheit in riesigen Raumstationen, die Millionen oder sogar Milliarden von Menschen versorgen können. Auch Bezos sieht ähnliche Gefahren für die Menschheit, sollten wir es nicht schaffen, die Erde als Spezies verlassen zu können. Die Erde soll aber nicht aufgegeben werden, sondern so lebenswert erhalten bleiben. Durch die Auslagerung der Industrie in den Weltraum wäre eine weitere Expansion oder ein weiteres Wachstum der Wirtschaft und der menschlichen Population möglich. Den Mars hingegen hält er für einen sehr lebensfeindlichen Ort und sieht ihn entgegen Elon Musk nicht als Ziel für die Menschheit. Er soll gesagt haben, jeder, der zum Mars will, soll mal eine Woche auf dem Mount Everest campen. Das würde sich anfühlen wie ein Wellnessurlaub entgegen den Bedingungen, die auf dem Mars herrschen. Um einschätzen zu können, wo Blue Origin derzeit steht, sollten wir uns ansehen, was das Blue Origin Team bisher schon geleistet hat. Erste Flüge führte Blue Origin 2005 mit Charon durch. Das war im Prinzip eine unbemannte Drohne mit 4 vertikal angeordneten Jet-Turbinen, also noch keine echten Raketentriebwerke. Mit diesem Versuchsträger wurden Steuerung und Lageregelung erprobt, um ein Gefühl für später zu entwickelnde Technologien zu bekommen. Charon wurde nach einem der Pluto-Monde benannt. Fun Fact: In der griechischen Mythologie ist Charon der Fährmann, der die Toten in die Unterwelt bringt. Ich bin mir jetzt nicht unbedingt sicher, ob ich mit dem Fährmann der Toten fliegen würde, aber hey. Seinen einzigen Flug auf fast 100 Meter Höhe führte Charon ja unbemannt durch. Der nächste Versuchsträger war Goddard, benannt nach dem amerikanischen Raketenpionier Robert H. Goddard. Goddard entwickelte in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts den ersten Flüssigtreibstoff-Raketenantrieb. Dementsprechend wurde Blue Origins Goddard auch nicht mehr von Jetturbinen angetrieben, wie Charon, sondern durch das selbstentwickelte BE-1-Triebwerk. Das BE-1 wurde Monagol mit Wasserstoffperoxid, also mit einem einzigen Treibstoff, angetrieben. Gefördert wurde der Treibstoff nicht durch eine Pumpe, sondern durch einen Drucktank. Wenn du mehr über Raketentreibstoff erfahren magst, schau mal in mein Video zum Thema. Das verlinke ich dir hier. Das Triebwerk hatte etwa 1 Tonne Schub.
Die Abkürzung BE steht bei Blue Origin für Blue Engine und nach dieser Nomenklatur werden seitdem alle Blue Origin Triebwerke benannt. Obwohl Blue Origin eher im Stillen seine Missionen vorantreibt, wendete sich Blue Origin nach dem Testflug von Goddard mit einem Statement von Bezos dann doch an die Öffentlichkeit. Wir arbeiten geduldig Schritt für Schritt, um die Kosten der Raumfahrt zu senken. Dieses Ziel wird viel Zeit in Anspruch nehmen, weswegen wir unseren Plan methodisch aufgebaut haben. Das steht ganz im Motto von Blue Origin, Gradatim Ferocita, allmählich Heftigkeit. Oder auf Deutsch eher nach dem Sprichwort, in der Ruhe liegt die Kraft. Also lieber in kleinen Schritten einen großen Plan verfolgen, als zu versuchen, Schritte zu überspringen und dadurch vielleicht in einer Sackgasse zu landen oder von Fehlschlägen geplagt zu sein. Ein komplett anderer Ansatz also als bei SpaceX. SpaceX steht da eher unter dem Motto, wo gehobelt wird, da fallen Späne und wenn wir keine Rückschläge haben, ist unser Innovationstempo zu langsam. Nach Goddard folgte bei Blue Origin New Shepard. New Shepard ist nach Alan Shepard, dem ersten Amerikaner im All, benannt. Ähnlich wie Alan Shepard soll New Shepard dann Passagiere nicht in einen Erdorbit bringen, sondern lediglich in 100 Kilometer Höhe, also über die Kármán-Linie. Das ist die symbolische Grenze zum Weltraum. Die Kapsel mit Astronauten fällt dann ballistisch zur Erde zurück und wird dann mit Fallschirmen landen. Die Antriebsstufe hingegen wird abgekoppelt und landet dann propulsiv senkrecht in der Nähe der Startrampe. Angetrieben wird New Shepard durch das BE-3. Das BE-3 verwendet flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff als Treibstoff. Es entwickelt etwa 50 Tonnen Schub und kann bis auf 10 Tonnen Schub heruntergeregelt werden, was für das vertikale Landen benötigt wird. Bemerkenswert ist die Wahl von Wasserstoff als Treibstoff. Wasserstoff ist relativ schwierig zu handhaben und seinen Impulsvorteil spielt es so richtig erst im Weltraum aus, wo jedes Gramm Treibstoff, das gespart werden kann, einen enormen Vorteil bringt. Wie eben schon erwähnt, ist New Shepard aber ja nur für den Flug in niedrigen Höhen konzipiert und hätte so gut auch auf Kerosin oder RP-1 zurückgreifen können. Der kleine Gewichtsnachteil der Technik hätte das System massiv vereinfacht. Da aber ganz nach dem Firmenmotto alles auf ein späteres Ziel ausgelegt ist und die Wasserstoff-Sauerstoff-Kombination sowieso für den Weltraum oder den Mond gebraucht wird, entschied man sich offenbar nicht den Umweg über das Kerosin zu gehen, sondern direkt ein Wasserstoff-Sauerstoff-Triebwerk zu entwickeln, was spätere Oberstufen oder Länder antreiben kann. New Glenn ist bisher 12-mal erfolgreich geflogen, wobei während des allerersten Fluges der Booster bei der Landung eine Bruchlandung hinlegte. Auch hier sieht man einen ganz anderen Ansatz als bei SpaceX, die ja erst ihre Raketen für Nutzlast in den Orbit entwickelt haben und als das Geschäftsmodell dann etabliert war, mit einer Vielzahl von Tests und Fehlversuchen die Booster auf die Wiederlandung optimiert haben. Blue Origin hingegen setzt Technik offenbar erst ein, wenn sie definitiv funktioniert, was die geringe Zahl an Fehlschlägen eindrücklich beweist. Andererseits hat New Shepard, obwohl schon seit 2015 im Flugeinsatz, immer noch keinen Menschen befördert, wohingegen SpaceX mittlerweile sogar Astronauten zur ISS schickt. Man könnte weiter unken, dass Blue Origin aktuell ja noch nicht mal in den Orbit kommt. Das soll Blue Origin dann mit New Glenn gelingen. New Glenn ist nach John Glenn benannt, dem ersten Amerikaner, der die Erde auf einem Orbit umrundet hat. Glenn ist übrigens mit 77 Jahren auch der älteste Mensch im Weltraum. New Glenn wird eine massive Rakete und dabei hat Jeff Bezos gesagt, dass New Glenn die kleinste Orbitalrakete sein wird, die Blue Origin je entwickeln wird. Fast 100 Meter hoch und 7 Meter im Durchmesser soll sie 45 Tonnen in den niedrigen Erdorbit bringen können. Ihre erste Stufe wird von 7 BE-4-Triebwerken angetrieben, die zusammen einen Schub von 1700 Tonnen erzeugen. BE-4 hat etwa 240 Tonnen Schub und läuft wie das Raptor von SpaceX mit flüssigem Methan und flüssigem Sauerstoff. Dabei ist das BE-4 aber ein gutes Stück stärker als das Raptor und läuft in einer sauerstoffreichen Vorverbrennung. Etwas, das die Amerikaner jahrzehntelang für nicht praktisch umsetzbar hielten, bis sie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs lernen mussten, dass die Russen diese Technologie schon seit Jahrzehnten beherrschten. Neben der New Glenn wird das BE-4 auch den Nachfolger der Atlas V, die Vulcan von ULA, antreiben. ULA hatte seit 2002 die Atlas V mit einem Triebwerk aus russischer Produktion angetrieben. Das AD-180 hatte sich zwar als ein hervorragendes Triebwerk bewährt, aber nach der Ukraine-Krise 2014 hatte man beschlossen, dass man das sicherheitskritische Starten von Militärsatelliten nicht mehr in Abhängigkeit von russischen Triebwerken halten wollte. Während man in den 90er Jahren, als die Pläne für die Atlas V gemacht wurden, Russland auch wirtschaftlich an den Westen binden wollte und man allgemein von einer sich entspannenden Weltpolitik ausging, zeigte sich durch die Außenpolitik der letzten 10 Jahre, dass diese friedliche Einschätzung der 90er Jahre nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, leider. Und man wieder voll auf amerikanische Komponenten setzen wollte. Hier kam dann das BE-4 wie gerufen.
Tochter ULA keine teure Neuentwicklung stemmen musste, sondern einfach auf die Blue Origin-Entwicklung zurückgreifen konnte. Mit seinen 2400 kN Schub kommen wir bei dem Einsatz von zwei BE4 mit zusammen 4800 kN Schub ziemlich genau in das Einsatzprofil, das wir vorher mit dem AD180 mit 4152 kN Schub hatten. Für die extra Portion Wumms werden je nach Bedarf dann bei der Vulcan ähnlich wie bei der Atlas V Feststoffbooster an den Seiten angeschnallt. Aber zurück zu Blue Origin und der New Glenn. Die zweite Stufe der New Glenn wird durch das BE3U angetrieben. Das BE3U ist eine Weiterentwicklung des BE3, das die New Shepard antreibt und wie dieses mit flüssigem Wasserstoff und flüssigem Sauerstoff läuft. Die erste Stufe wird nach der Stufentrennung zur Erde zurückfliegen und dann propulsiv auf einem Schiff landen und so wiederverwendbar sein. Auch wenn es bisher nur Renderings der New Glenn gibt, hat der Aufbau der Produktionsanlagen am Cape begonnen und es wurden auch schon mehrere Kunden für den Transport von Satelliten gewonnen. Etwa zur gleichen Zeit, als 2016 New Glenn vorgestellt wurde, kündigte Jeff Bezos die nächste Entwicklung bei Blue Origin an, New Armstrong. Das passt auch ganz gut in die bisherigen Namensgebungen der Raketen und lässt auch den Schluss zu, dass diese Rakete dann wie Neil Armstrong den Mond erreichen soll. Beim Thema Mond wären wir bei Blue Moon. Blue Origin hat sich mit Northrop Grumman, Lockheed Martin und Draper zusammengetan, um die nächste Mondlandung der NASA zu ermöglichen. Zum Artemis-Programm werde ich in nächster Zeit noch mehrere Videos machen, die findest du dann mit dem Video zur Mondraumstation Lunar Gateway und meinem Video zur SLS hier in dieser Playlist. Auch wenn man im Vergleich zu SpaceX die Erfolge bei Blue Origin noch an einer Hand abzählen kann, sollte man nicht den Fehler machen, Blue Origin zu unterschätzen. Mit Bezos hat Blue Origin einen mindestens genauso ehrgeizigen Chef wie Elon Musk. Aber während SpaceX gerade in seinen Anfangsjahren sehr auf die Kohle gucken musste und mehrfach kurz vor dem Ausstand, soll Jeff Bezos jedes Jahr Amazon-Anteile im Wert von 1 Milliarde Dollar verkaufen, um damit Blue Origin zu finanzieren. Im Gegensatz zu SpaceX war Blue Origin nie auf ein funktionierendes Businessmodell angewiesen, sondern konnte sich voll und ganz auf die Erreichung seiner Langzeitziele konzentrieren. Auch sind die Infos von und über Blue Origin nicht ansatzweise so leicht verfügbar wie bei SpaceX. Während SpaceX von Anfang an seine Erfolge und Fehlschläge mit der Welt geteilt hat und sich so eine massive Anhängerschaft erarbeitet hat, veröffentlicht Blue Origin nur häppchenweise Informationen und Ziele und Technik zu seinen Projekten. Es würde mich aber sehr wundern, wenn die ganze langfristige Planung und die Unmengen an Kapital, das Bezos in Blue Origin pumpt, nicht auf fruchtbaren Boden fällt. Wenn wir schon über ehrgeizige Gründer sprechen, kannst du mir erklären, warum wir in Deutschland nicht solche Persönlichkeiten wie Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk oder Mark Zuckerberg haben? Gibt es die Struktur in Deutschland nicht her, dass einzelne Personen Firmengründungen wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, SpaceX oder Blue Origin machen? Oder ist es ein kulturelles Phänomen und wir tun uns einfach mit dem Personenkult einfach sehr schwer? Ich lese alle eure Kommentare und so, schreib mir doch gerne deine Meinung zu dem Thema. Wie das Blue Origin Konzept für Blue Moon, also die Mondlandung, aussieht, das erzähle ich ein anderes Mal. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mao.